Leute, seit 20.11. weht ein anderer Wind in Österreich. Schauen wir uns und erinnern wir uns, was am 20.11. los war. Erinnern wir uns aber auch, was am 11., am 1.12. los war. Als vor jeder Landesregierung in Österreich Tausende, teilweise bis zu 10.000 Menschen unter der Woche demonstriert haben. Das ist Stärke, die wir brauchen. Und wenn man sich nun die gestrigen Regierungsumbildungen ansieht, dann muss man sich überlegen, was hat sich in den letzten Tagen denn politisch getan? Ich werde sagen, was sich politisch getan hat. Am 1.12. waren Zehntausende von der Landesregierung und die Herrschaften dort drinnen können vom Schwitzen gar nicht mehr aussehen. Das heißt, ihr habt es getan. Die Landesregierungen, die Bundeslandkaiser sind hergegangen und haben gesagt, liebe Freunde in der Bundesregierung, ihr müsst jetzt sofort was ändern. Jetzt kommt unter der Woche, kommen tausende Leute vor die Landesregierung. Diesen Druck halte ich bald nicht mehr aus. Das hat sich getan. Das ist der einzige Grund, wieso es die Regierungsumbildung überhaupt gegeben hat. Und ich möchte hier jetzt bewusst einige Gruppen und Menschen begrüßen. Nämlich die Geimpften und die Ungeimpften. Alle! Alle! Denn wir stehen gemeinsam für die Freiheit und gemeinsam gegen korrupte Politik. Und da war uns sonst irgendwas trennen. Dort trennt uns gar nichts. Da sind wir gemeinsam unterwegs. Und ich möchte mich auch bedanken bei jenen Kräften, die sich anfangen, intern zu vernetzen. Von der Polizei, von der Justizwache, vom Bundesheer, von der Feuerwehr, von den Pädagogen und von den Gesundheitsberufen, die genauso denken wie wir. Danke an alle, denn ihr wisst, genauso wie wir wissen, was für eine historische Zeit dies nun ist. Und wir nur eine Möglichkeit haben, nämlich zu handeln innerhalb der Gesetze, aber lautstark und konsequent wie nie zuvor. Doch schauen wir uns an, wer hat denn dieses Desaster oder diesen absichtlichen Plan, je nachdem, wie man sehen will, wer hat denn da die Hauptverantwortung? Die Regierungsmarionetten, die gerade, weggeschoben wurden oder vielleicht ein Bundeskanzler, ehemaliger mit dem Namen Spaltenzwerg, der nur gekommen ist, das muss man sich einmal vorstellen, der ist jetzt für einen Monat vorgeschoben worden, um jetzt irgendwelche Maßnahmen zu machen, die eigentlich niemand haben will, und jetzt wird er zurückgenommen und jetzt wird der andere vorgeschoben. Was ist denn das für eine Konstanz in der Politik? Da ist ja Italien stabiler in ihren schlechtesten Zeiten. Das heißt, was wir haben, ist auch eine Gefährdung unseres gesamten Wirtschaftsstandorts, unserer Gesellschaft, die diese Herrschaften, die offensichtlich nicht ganz klar bei Verstand zu sein scheinen, mit uns allen anrichten und dann ihr Spielchen spielen und glauben, sie können weitermachen. Jetzt frage ich euch, seid ihr damit einverstanden, dass die weitermachen, ja oder nein? Nein, nein, nein! Und vor dieser Kraft, die es da gibt, davor haben sie Angst. Alle anderen können es kaufen. Die Gewerkschaften, die roten Gewerkschaften, die schwarzen Gewerkschaften halten alle den Mund. Die Medien werden mit Geld erstickt, damit sie keine kritischen Worte mehr herausbekommen. Die meisten Parteien sind gleichgeschalten zum Erbrechen und die einzigen, die es gibt, sind wir, die aufstehen und sagen, mit uns nicht! Der liebe Bundespräsident, der eigentlich dafür zuständig ist, nicht nur laut Verfassung,
sondern auch im Amtsverständnis, Österreich zu einen, jene Politiker, die gegen die Verfassung verstoßen, auszutauschen, hat sich seit Monaten das erste Mal gestern sichtbar zu Wort gemeldet, um zu verteidigen, warum die Umgestaltung der Regierung richtig ist. Im Endeffekt ist der Herr van der Bellen einer der Haupttäter, wenn es darum geht, dass das überhaupt möglich ist. Herr van der Bellen hätte längst die Regierung austauschen müssen, spätestens nach dem 30. Mal, wo der Verfassungsgerichtshof sagt, dass ein Gesetz oder eine Verordnung, die beschlossen ist, verfassungswidrig und verfassungsfeindlich ist. Das wäre sein Job und nicht dort drinnen rausschwaden und heiße Luft produzieren. Doch ich möchte noch einen zweiten Täter nennen, den viele in der Wahrnehmung auch mit dem van der Bellen gemeinsam vergessen. Das ist nämlich der Landeshauptmann und Bürgermeister Ludwig, der es nämlich geschafft hat. Ja, puh, richtig so. Der nämlich immer voranprescht und immer auf die blödsten und schlimmsten Ideen als erstes kommt. Weil mit anderen sagen können, jetzt machen wir ihm das nach. Sei es die schwachsinnigen Briefe, wo mal Menschen denken, das ist eine offizielle Einladung und sich impfen lassen. Oder sei es Maskenpflicht im Äußeren, was auch immer ihm alles eingefallen ist. Er ist der Scharfmacher in diesem Land und das zeigt, dass nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Landeshauptleute schwerst zu hinterfragen sein. Und wenn es nach mir geht und ich was zu sagen hätte, ich sag's euch, wir hätten Neuwahlen in 2 Wochen und nicht in 3 Monaten, weil das Volk muss jetzt bestimmen und sagen, wo es lang geht. Es ist nämlich auch die einzige Möglichkeit, diese von den Medien und von der Politik bewusst herbeigeführte Spaltung zu überwinden, indem jetzt dann der Ball, das Volk entscheiden wird, welche Richtung wollen wir? Wollen wir in die Richtung derjenigen, die uns unterdrücken mit den verschiedensten Parteinamen, oder versuchen wir, die Freiheit wiederherzustellen, unser Österreich für unsere Kinder zu bewahren? Was ist die Richtung? In diesem Sinne, und da möchte ich auch gleich schließen, wir stehen nicht da, um selbst reden zu hören. Wir stehen nicht da, um irgendwen zuzusehen. Wir stehen einzig und allein da, weil wir Kinder und Enkel haben, weil wir Familienmitglieder haben und weil wir uns das nicht gefallen lassen, was diese Bagage mit uns aufhört. Und dieser, genau dieser Widerstand, der laut, unbeugsam, konsequent, organisiert, aber auch gewaltfrei sein muss, der Widerstand wird der Fels sein, an dem diese Wellen der Globalisten und die hinter dieser Politik stehen, zerbrechen werden und Österreich wieder frei wird. Das ist es, was wir alle wollen. Die Freiheit ist es, die wir uns holen werden. Weil Freiheit bekommt man nicht geschenkt. Freiheit! Und bevor ich jetzt noch schnell 2, 3 Termine ankündige und schon aufhöre, es ist jener Wille nach Freiheit, jenes Brennen in unserem Herzen, in unserer Seele, die diese Politiker niemals überwinden werden und überwinden können.